Diesmal darf ich Lissi, oder besser gesagt Lissis Handwerk, wie sie sich auf Instagram nennt, vom Installateur TV Podcast Mikrofon willkommen heißen. Lissi ist erst seit Juni auf Instagram vertreten und hat in dieser kurzen Zeit schon viel Follower für sich gewinnen können. Im Gespräch mit mir gibt sie Einblicke in ihr tägliches Arbeitsleben. Das Einzige, was ich so sagen kann, ist, dass ich weiß, dass ich es schade finde, dass diverse Heizungsanlagen, die einfach funktionieren und laufen, dass die rausgeschmissen werden. Also das ist schon traurig, weil wir auch Heizungsanlagen rausschmeißen, die 2 oder 5 Jahre alt sind. Und wir haben dieses Jahr erst eine Anlage getauscht, von der ich jetzt weiß, die wirklich einen Totalschaden hatte. Alle anderen wurden getauscht, weil sie aufgrund der aktuellen Lage getauscht werden sollen. Lissi hat zudem gute Ideen, wie wir mehr Leute ins Handwerk bekommen können. Ich konnte immer schon mit meinem Papa mitwerkeln, aber viele Kinder können das eben nicht zu Hause. Und wenn die dann jetzt gerade in der Grundschule die Chance haben, im Werkunterricht sich mal anzutesten am Bearbeiten vom Holz oder Metall und ihre handwerklichen Fähigkeiten irgendwie austesten können, dafür ist der Werkunterricht eigentlich optimal. Und wenn dann an einer weiterführenden Schule, die sogenannten, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Wahlpflichtkurse, wenn es da jetzt noch ein Wahlpflichtkurs Handwerk eingeführt werden würde, dann gibt es da einen Lehrer, der steht aber eigentlich nur im Raum und gibt die Noten nachher, und dann wird jedes Mal für den Wahlpflichtkurs ein Handwerker mit zur Schule geholt aus der Region. Dann ist die eine Woche mal ein Tischler da, die nächste Woche kommt der Elektriker oder dann komme ich als Anlagenmechanikerin mal vorbei. Und dann können die Kinder, es ist ja ein Wahlpflichtkurs, die Kinder, die diesen Kurs freiwillig genommen haben, können sich dann im Handwerk mal austoben, und so könnten wir vielleicht auch ein paar mehr Handwerker kriegen. Dass sie stets ein Lächeln im Gesicht hat, das kann man bereits beim Zuhören sehen. Was den Sonnenschein im Handwerk motiviert und welche Erfahrungen sie gemacht hat, das erfahrt sie in meinem Podcast. Bist auch du neugierig geworden? Dann hör einfach rein. Enker Herbert Bachler für Handwerkerradio SI und HLK.